Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, wir haben gerade gegen den Baron im Gwind gewonnen. Und ja, machen uns jetzt mal auf den Weg, seine Frau zu finden. Wo geht's raus? Ach, hier vorne, genau, ich erinnere mich. Ah, Venedig. Warte, Unter. Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Puppe, Eine so. Stoffpuppe. Ja, alles klar, mache ich. Wup, wup. So. Nice. Ups. Auch plötzlich kommst du denn da wieder nach hinten hin? Hallo? Wieso? Hä? Wieso kann ich nicht aufsetzen? Jetzt Los, aber. lauf! Okay. Gut, jetzt komm geradeaus. Jetzt bald. Sehr schön. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt, ne? Also. Okay, wir haben ja das Ahnenfest. Machen wir das jetzt schon oder wollen wir erst die Herrinnen des Waldes machen? Oder wir können auch eigentlich noch mal zurückgehen und Ciris Zimmer untersuchen. Ja, ich weiß, plötzlich, wir sind gerade erst dahergekommen, aber es ist ja auch ein gutes Training für dich. Jetzt hör auf, hier anzuhalten. Boah, ist das Licht grell. Das blendet mich richtig. So, sehr schön. Voran, voran. Gut. Surprise! Okay. Guten Ciri Tag. war also hier. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Okay. Die natürliche Un Die natürliche Unklarheit von was? Wait. Okay. Wahrheit von Flüchen Eine von Widmung für den Lydia von Baron und seine Frau. Redenwort. Offenbar Hatte hatten sie Ciri das hier? hochrangige Freunde in Büsima. Okay, was haben wir hier noch? Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. So. Kleiner Pisser. Ups. Au. Du kannst versuchen, sie heilen. Leute, wir meditieren einfach mal eine Stunde. Dann können wir uns auch direkt heilen. Plätze bei Fuß.
Ach komm schon. Denkst du ernsthaft, ich laufe bis nach ganz da hinten? Also an deiner Erziehung müssen wir nochmal arbeiten. Beiseite, ihr nichtsnutzigen Leute hier. So. Schön weiterreiten. Finde die Mumen vom Buckelsumpf. So, so. Moment, wir können ja eigentlich auch in der Quest auswählen, dass wir den So ist Schrein es. finden sollen, wo der süße Pfad beginnt. Gut. Oh, was haben wir denn hier? Ins Gefecht! Okay, aus dem Gefecht. Oh Mann. Hey, komm zurück. Genau. Schön, dass wir das geklärt hätten. Guten Tag, der Herr. Wer bist denn du? Zum Zweikampf. Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Ach so, aber beim nächsten Mal, wir können mal gerne nochmal kämpfen. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Wie bitte? Ah, jetzt hat er sich verpisst, oder was? Du Hurensohn. Guckst mich hier erst schief an und dann meint er hinterher, er wäre noch, wäre alles nur Glück gewesen, oder was? Ja. MLG Pro Gamer, sag ich nur. Und so. Wow, 1000 Meter oder. Ja, knapp 1000 Meter. Ach komm schon. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte darüber springen. Komm schon. Alter, jetzt sag nicht. Oh, er hat sich. Doch. Nee, es geht. Alles gut. Komm, da kommst du durch. Da kommst du durch. Ah, ich krieg die Krise hier. Diese Polygone. Too much Polygone for me. Okay, ja, komm, wir reiten querfeld ein, dann kriegen wir wenigstens ein paar Meter fertig, bevor wir wieder verschnaufen müssen. Na toll, da unten sehe ich ertrunken, ne? Nehmen wir doch die Brücke. Ich? Guten Tag. Ich steig extra ab für euch. Sieh an, wir haben einen Kunden. Ich wollte euch nichts abkaufen. Ich fürchte,
da bist du schief gewickelt. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Und wenn ich's nicht tue? Dann bist du tot. Siehst du dieses Medaillon? Boss, Klappe zu, Sobek. Ja, ich sehe es. Wir wollten kein... Erkennst du die Gilde? Ja, Meister. Vergib uns, dass wir's nicht früher bemerkt haben. Bitte. Boss! Und jetzt zuhören. Ich komme vielleicht wieder. Eines Tages, keine Ahnung wann. Aber ich will euch dann hier nicht vorfinden. Ist das klar? Wie Kloßbrühe, Herr. Mögen die Götter dir eine geschwinde Reise schenken. Schön, dass wir einverstanden sind. Was ist nun wieder, Sobek? Boss, er ist ein Hexer. Sobek, was? Halt den Schnabel. So, man muss auch mal Autorität walten lassen hier. Dass man klar ist. Kann ja wohl nicht angehen, dass die hier einfach die armen Leute überfallen, nicht? Ah, herrliche Landschaft. Wundervoll sieht's hier aus. Oh. 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 Wir steigen mal hier vorne ab. Und du bist der Nächste, mein Freund. Was? Du kriegst auf die Schnauze. Wow, der ist ja einfach umgefallen. Na, das wollte ich eigentlich nicht. What? Wie kannst du mich denn bitte durch die Mauer durchschießen? Oder durch die Mauer durch beschießen, wie auch immer. Oh, nice, eine Armbrust. Ich hoffe, die kann ich mir krallen. Schön, dass wir das geklärt hätten. Vielen Dank. Guten Tag. Oh Hexer, such den Schlüssel und lass mich raus. Du wirst es nicht bereuen. Ja, hatte ich sowieso vor. Jetzt muss ich nur noch den Schlüssel finden. Leider habe ich die Leute hier so weit verteilt. Ich muss erstmal gucken, wer von denen denn überhaupt den Schlüssel hatte. Okay, wundervoll. Versuchen wir das nochmal. Ja, ich hab kein Gold. Ich hab nichts. Aber gut. Wenn du nach Sandort kommst, wartet dort eine große Belohnung auf dich. Du wirst schon sehen. Ah, okay. Ein Kaufmann. So. Plätze? Ach, da vorne bist du. Alles klar. Bleib da vorne. Wir müssen eh in die Richtung. Und auf geht's. Nicht so schnell, Plätze. Oh Mann. Wo müssen wir denn jetzt da hin? Vor allem, wer ist er hier? Personen in Not, okay. Da vorne ist der süße Pfad. Hier vorne wäre ein Boot. Dann reiten wir doch mal in die Richtung. Müssen wir vielleicht nicht ganz so weit schwimmen. Und wir sehen noch was von der Landschaft. Ich meine, Leute, einen geileren Ausblick gibt's doch wohl nicht. Das ist ja fast wie Kanada. Oh, da waren Enderjagen. Nun. Schade, dass Plätze nicht schwimmen kann. Weil Pferde eigentlich recht gute Schwimmer sind. Glaube ich zumindest. Na gut, nicht, wenn sie vollbeladen sind mit irgendwelchen Waffen und Kleinscheiß und so weiter und so fort, aber ihr wisst, was ich meine.
Guten Tag, die Herrschaften. Jemand zu Hause? Keiner zu Hause? Dann beklaue ich euch. Ich höre doch wen. Oh, das kann auch von draußen gekommen sein. Nun, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Vielen Dank. Bitte ans Ruder setzen. Und voran. Wuhuhu, eine Wende fahren. Und auf geht's. In Richtung... Wohin müssen wir? Zum Buckelsumpf, genau. Yay! Rechts, links, rechts, links. Ein bisschen weiter rechts, okay. Die Richtung müssen wir. Sind ja auch nur noch 500 Meter. Ach Leute, das schaffen wir ganz entspannt in 4 Minuten, denke ich. Gut, ja, danach müssen wir natürlich auch nochmal zur Reuseninsel und dem netten Priester oder Weidler oder wie auch immer er sich nennt, helfen, sein komisches Ritual abzuhalten, indem wir die Seelen abhalten. Wäre natürlich von Vorteil. Und so weiter und so fort. Ah, guck mal, da vorne ist auch ein Bötchen. Da können wir bestimmt wieder zurückkommen. Boah, krasser Scheiß, da oben ist ja echt ein cooler Baum. So, ist die Frage, inwieweit können wir da jetzt durchfahren? Okay, komm, dann latschen wir den Rest ab hier. Hier links von uns ist wohl einiges an Monstergesocks. Da wollen wir eigentlich nicht so viel mit zu tun haben. Diverse Ertrunkene, wie es scheint. Gut, 33 Meter. Dann beginnt hier wohl der süße Pfad. Oder? Oder? Waren da Maden drin? Na lecker. Okay. Der süße Pfad also. Gut, gut. Wir folgen einfach dem Weg und fertig ist die Lauge. Gut, gut. Sehr schön. Also mir gefällt das ganze Moor hier drumherum nicht, aber ansonsten ist das doch recht gechillt. Jut. Guten Tag. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Guten Tag. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Gut, gut. Was macht ihr hier im Sumpf? Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Nun, ich suche eine Hexe.
Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Okay. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Ich suche jemanden. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter, meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Bitte hilf mir. Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihm was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Okay. Gut, gut. Ja, Leute, an der Stelle machen wir dann wohl einen kleinen Cut. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.